Ja, die 0:2 Niederlage gegen Astoria Waldorf, die erste Heimniederlage. Woran hat es heute gelegen? Ja, zuerst mal muss man festhalten, verdiente Niederlage. Kann tatsächlich auch 3:0 aussehen für den Gegner. Woran hat es gelegen? Schwierig zu beantworten direkt nach dem Spiel, aber ich glaube, das Spiel haben wir vor allem in der ersten Halbzeit verloren. Wir haben den Gegner zu oft antribbeln lassen. Wir hatten beide Außenspieler. Ich glaube, wir haben 2, 3, 4 Mal hintereinander ein Dribbling gewonnen gegen 2, 3 Spieler von uns, wo einfach dann das Foul gezogen werden muss. So entstehen auch die Tore. Einfache Fehlpässe von uns. Wir waren heute, hatten keine Spielfreude. Wir waren nicht im Fluss. Wir hatten keine Laufbereitschaft. Wir hatten nicht die Bereitschaft, um zu zeigen, unserem Mitspieler zu helfen. Derjenige, der den Ball hatte, war leider die ärmste Sau. Und da müssen wir schleunigst gucken, dass wir da wieder rauskommen, dass wir diese Spielfreude wieder entwickeln, dass wir wieder das Gehen bekommen, in die Köpfe reinbekommen, dass erstmal alles mit harter Arbeit anfängt, dass erstmal gegen den Ball zu arbeiten. Und gegen den Ball zu arbeiten heißt auch, vorne mit Tempo anzulaufen und nicht im Trab anzulaufen. Heißt auch, mal einen Gegner auch mal zu faulen. Wir sind keine Mannschaft, die jetzt sagt, wir wollen unbedingt faulen, aber wenn es der Gegner 2, 3 Mal versucht, dann an uns vorbeizugehen und es uns funktioniert, dann muss man einfach mal das Ganze unterbinden. Dementsprechend, wir hatten zu große Abstände heute auf dem Platz. Haben unsere Dribblings, die wir dann hatten, hatten wir fast alle verloren. Ja, haben es dem Gegner einfach gemacht, unsere Bälle zu verteidigen. Und es ist schwierig, da an einem Punkt anzusetzen, weil es waren sehr, sehr viele Punkte, die heute schief liefen. Aber trotzdem brauchen wir jetzt auch nach einem Spiel nicht alles schlecht zu reden. Es war, ich glaube, man darf dieser Mannschaft auch mal ein Spiel zugestehen, was nicht so läuft, wie man sich das vorher vorstellt. Wir sind mit einer blutjungen Gruppe wieder hier ins Spiel gegangen, haben nicht das Problem von anderen Mannschaften. Waldorf ist auf Augenhöhe, hat uns heute aber dominiert, muss man so sagen. Und dementsprechend sind wir heute und auch morgen vielleicht noch sehr enttäuscht, aber spätestens Montag geht es dann schon wieder weiter. Kreditor-Fans habt ihr, die Kurve hat euch gefeiert, die Haupttribüne auch, wohlwollender Beifall. Das zeigt, ihr habt euch Kredit erarbeitet durch die richtig guten Spiele zu Saisonbeginn. Jetzt habt ihr die Mainzer Wochen vor euch. Am Samstag geht es zum FSV Mainz 05, die eine richtig starke Saison bisher spielen. Und dann habt ihr Schott Mainz hier im Aue-Stadion. Mit welchen Erwartungen geht ihr in diese beiden nächsten Spiele? Ja, von beiden Spielen zu sprechen mache ich ungern. Wir reden, auch wenn sich das doof anhört, wir reden vom nächsten Spiel. Und das ist der Tabellenführer auswärts. Ich glaube, unsere Auswärtsbilanz lässt noch ein bisschen was offen. Dementsprechend werden wir die Woche alles dran setzen gegen den Tabellenführer. Vielleicht mit einem Spiel, was uns wieder mehr liegt, wo wir vielleicht auch nicht allzu oft den Ball haben. Alles rauszuhauen und dann mit Punkten wieder nach Hause zu kommen. Ich wünsche dir viel Glück, Freddy. Alles Gute für diese erstmal kommende Aufgabe bei Mainz 05 am kommenden Samstag. Das war's für heute mit der Stimme zum Spiel. Herzlichen Dank, Freddy Brill. Super. Danke. Macht's gut.